Im März 1981 präsentiert Volkswagen mit dem Scirocco 2 die zweite Generation seines erfolgreichen Sportcoupés. Benannt nach einem heißen Sahara-Wind, kombiniert der neue Scirocco exklusives Design und zuverlässige Großserientechnik. Der neue Scirocco, aufregend vernünftig. Mit diesem Slogan wurde der Scirocco 2 damals beworben. Aufregend vernünftig. Klingt etwas widersprüchlich, trifft den Nagel aber doch ziemlich auf den Kopf, denn dieses Auto ist familienfreundlich. 4 Sitze, großzügiger Innenraum, mehr als beim Vorgänger und dann auch noch benzinsparend, weil sportliche Aerodynamik. So viel zum Thema Vernunft. Aber mit der Aufregung, ja, da war es erstmal nicht so weit her. 112 PS. 1985 bekommt der Scirocco dank des brandneuen 16V-Motors mehr Leistung. Das Topmodell GTX 16V bietet nun 139 PS. Front- und Heckspoiler verbessern die Aerodynamik und somit Kurvenlage und Endgeschwindigkeit. Innen glänzt der Scirocco 2 mit reichlich Platz für Gepäck und Insassen. Gut konturierte Sportsitze peppen im GTX das nüchtern sachliche Interieur auf. Da steht es in stolzen Lettern DOHC 16V. Und diese Abkürzung steht für Double Overhead Cam. Zwei obenliegende Nockenwellen und 16V natürlich für die 16 Ventile. Zwei Einlass-, zwei Auslassventile an jedem Zylinder. Und diese Technik, die entlockt dem 1,8 Liter Motor stolze 139 PS. Das waren immerhin 27 PS mehr als beim 8-Ventiler. In puncto Fahrleistungen kann der Scirocco mit 16V-Motor selbst einem Porsche 924 Paroli bieten. Nur 8,1 Sekunden braucht der 16V für den Sprint von 0 auf 100. Und diese Beschleunigungsorgie, die endet erst bei 208 km/h. Das sind doch respektable Werte. Ich muss sagen, da kommt schon Rennsportfeeling auf. Bis 1991 laufen bei Karmann in Osnabrück fast 300.000 Scirocco 2 vom Band. Und 4 Ventile pro Zylinder werden nach und nach zum Standard im Motorenbau.